Zeit stellt ein preiswertes Modell der berühmten Colourpack-Kamera zum halben Preis des Originals vor. Derselbe großartige Film, dasselbe schnelle Filmladesystem, derselbe Lichtmesssensor. Zum halben Preis des Originals. Sie machen genauso schöne Farbbilder in 60 Sekunden, schwarz-weiß in 10. In derselben Bildgröße. Zum halben Preis des Originals. Sollten Sie jetzt nicht auch eine Colourpack-Kamera haben? When I heard that Polaroid was going to discontinue. Es war ein sehr trauriger Tag für mich, als ich hörte, dass Polaroid 2008 die Produktion seiner Filme einstellen würde. Monatelang war ich bedrückt und habe mich gefragt, was ich mit meiner letzten Packung Film anfangen oder wann ich zum letzten Mal den Auslöser drücken würde. Das war unbegreiflich, denn soweit ich weiß, wurde zum ersten Mal in der Geschichte Anwendern gewaltsam ihr kreatives Medium weggenommen. Unsere Absicht ist zu zeigen, wo Polaroid herkommt, wohin es geht und wo dabei ihr Platz ist. Ich hatte vor allem mit Künstlern zu tun. Es gab eine Menge Leute, die Filme kauften, wann auch immer sie welche kriegen konnten, und Kartons mit Filmen in ihren Schlafzimmern stapelten, als sie erfuhren, dass die Produktion auslief. Viele waren darüber sehr traurig. Dr. Land war ein wirklicher Visionär, ein Multitalent und ein genialer Geist. Außerdem war er sehr umgänglich, aber ausgesprochen scheu, eher zurückhaltend. Er war Wissenschaftler, aber er sah sich selbst als Künstler. Er fühlte, dass in jedem von uns ein Künstler steckt, ein kreatives Potenzial. Auch deshalb machte er den Sofortbildfilm. Meine Strategie ist Verleugnung. Ich nahm mir vor, eine Packung Film im Kühlschrank aufzubewahren, ungeöffnet. Auch wenn sie ablaufen und unbrauchbar sein würde, solange sie ungeöffnet bliebe, würde der Sofortbildfilm weiterleben. Es gibt Fotografen, die Polaroids machen, weil es anders ist. Wenn es wirklich Fotografie wäre, dann würden sie es nicht machen. Die würden sagen, es ist eine schlechte Version von das, was ich mache. Aber es ist offensichtlich was anderes. Es sind keine Fotos, es sind Polaroids. Die Jahre, als die Auflage niedriger wurde, setzten mir wirklich zu. Man plant, die Produktion immer weiter abzubauen.
Aber das Schlimmste ist, die Leute zu entlassen. Wir fühlten uns hier auch zu Polaroid-Zeiten wie eine Familie. Man kann sagen, dass eine Polaroid-Akt-Session effektiv vergleichbar ist mit einem sexuellen Vorspiel. Mit dem Unterschied, dass der Sex beendet ist, wenn das Foto gemacht ist. Es gibt natürlich keinen Verkehr zwischen Fotograf und Modell, denn der ganze Sex steckt in dem Bild. Wenn sie zufrieden ist und ich zufrieden bin, dann kann man sagen, genug Sex für heute. The right setting. 10 seconds later, you zip off a perfect black and white picture. The swinger freezes action. It's always in focus. And it gives you beautiful close-ups. Incredible, especially at 1995. Das ist die frühest bekannte Nikon. Nikon hat begonnen 1948 Kameras zu produzieren und die erste Seriennummer war 21, das ist die Nummer 24 und ist mit Abstand die früheste Nikon, die weltweit bekannt ist. Die Kamera ist so unter Sammlern, würde ich sagen, zwischen 150 und 200.000 Euro wert. Jetzt schauen wir, dass wir ein gutes Plätzchen für sie finden. Ich hab vor vielen Jahren die Prototypen von Land in der Hand gehabt. Ich habe sie auch gekauft in einer großen Sammlung in Amerika. Ein verstorbener, bedeutender Sammler hat durch Nähe zu Mr. Land die ganzen Prototypen von Polaroid in der Hand gehabt. Und ich wollte die nicht mitnehmen damals. Ich habe sie dem Kodak Museum in Rochester vererbt oder geschenkt. Weil ich mir gedacht habe, das ist so bedeutend. Als Sammlerobjekt war es nicht, es gibt keine Sammler jetzt in dem Sinn für solche Kameras. Aber ich dachte, das muss in ein öffentliches Haus. Fotografieren Sie mit einer Polaroid Landkamera und sofort zieht es die Leute an. Mehr noch, sie sind völlig gebannt. Und diese Anziehung hat Polaroid ein echtes Wachstum beschert. Seit 1948, als Polaroid erstmals auf den Markt kam, zeigt sich ein ungebrochener Anstieg bis auf aktuell 140 Millionen Dollar im Jahr. Wie schlägt sich Polaroid im Vergleich zur restlichen Fotoindustrie? Ich glaube, das wird Sie überraschen. Dieser Balken steht für den Jahresumsatz aller 35mm Kameras, die in diesem Land verkauft wurden. Dieser Balken zeigt den Jahresumsatz für alle 8mm Filmkameras, die in diesem Land verkauft wurden. Und jetzt sehen Sie den Jahresumsatz aller Polaroid Landkameras. Allein die Kameras, ohne Filme und Zubehör. Ich erinnere mich, als ich vor 30 Jahren eine Packung Color Time Zero kaufen ging, da hat man sich immer ein bisschen versteckt. Man hat sich genauso gefühlt wie beim Kauf einer Packung Kondome. Denn eines war ganz klar, mit Polaroid macht man die Fotos, die man nicht so gerne ins Labor bringt. Musik
これがポラロイドの新しいS670です。ただ構図を決め、ピントを合わせ、シャッターを押すだけです。すぐに写真が飛び出し、映像が現れ始めます。もう現像時間を計るんじゃない。新しい美しさを持ったカラー写真が完成します。これまでの写真の常識を一切忘れてください。ポラロイドS670。 Der Grenzbereich zwischen meinem Anspruch und der staatlichen Zensur ist das, was mich reizt. Wenn da niemand wäre, der Halt, Stopp sagt, wäre das ja langweilig zu testen, wie weit ich gehen kann. Das inspiriert mich. Ich bin mein eigenes Modell, ich bin mein eigenes Kunstwerk. Warum soll ich mich teilen? Das macht mich eifersüchtig. Aber für andere Polaroid-Fotografen mache ich sehr gerne. Es gehört irgendwo dazu. Die sind keine Fotografen in meinen Augen. Die gehören zur gleichen Spezies wie ich. Und dieses gegenseitige Modeln gehört zu unserem Paarungsritual. Tendenziell finde ich es immer interessanter, nicht den anderen nachzulaufen, sondern in eine andere Richtung zu gehen, die ein Abkürzer sein kann, aber auch ein Umweg. Und da habe ich mich auf die Suche begeben nach dem analogsten visuellen Material, das es momentan gibt. Und habe dann Super 8 gefunden und Polaroid und habe mir Kameras bestellt über eBay und habe dann eben diese SX70-Kamera das erste Mal auseinandergeklappt. Now Polaroid invents the SX70. Less than 2 seconds after you touch the red electric button, the camera hands you the picture. Meine erste Erfahrung war die eigene Faszination für dieses Gerät und für die Art und Weise, wie sich das Bild in der Hand entwickelt und wie unglaublich stark und richtig sich das Ganze anfühlt. Das Entstehen, dieses latente Bild, dieses Kommen von dem Bild hat so was sehr, sehr Archaisches, sehr was Spannendes. Das ist die Urwurzeln der Fotografie, sieht man da wieder. Diese Mappe und die Arbeiten darin ist für mich ein ganz spannendes Beispiel für jemanden, der von einer ganz anderen Seite kommt und jetzt auch wieder die Faszination von Polaroid und des Sofortbildes entdeckt. Der Mann, der die gemacht hat, ist ein Werbefotograf und eigentlich hat der Polaroid jahrelang als Abfallprodukt verwendet, als einfach als Proof, um ein Setting, um Licht zu überprüfen. Und plötzlich hat er gemerkt, dass diese Abfallprodukte ein ganz eigenes Eigenleben haben. Und er war so fasziniert davon, dass er erstens wieder begonnen hat, bei uns abgelaufenes und auch neues Material zu bestellen und andererseits wirklich diese Geschichte und diese Aura auch anderen zugänglich zu machen und mir zum Beispiel, indem er diese Mappe gemacht hat, die schon mit einem Original startet und die dann einfach eine Geschichte ist durch das fotografische Leben dieses Mannes, so eine Backstage-Dokumentation von dem, was damals passiert ist und es wirklich schafft, nicht nur Bilder, sondern auch Stimmungen einzufangen. In der Mappe sind ganz unterschiedliche Formate drinnen und ein Format ist eigentlich ganz bemerkenswert, weil es besonders eindeutig zeigt, wie eigentlich herablassend das Material verwendet wurde. Das ist nämlich, sind diese Bilder, wo überhaupt nur ein Teil des gesamten Bildbereiches belichtet wurden. Und zwar wird das gemacht mit einer professionellen Hasselblatt-Kamera, gibt es einen Polaroid-Rückteil, der aber eben nur einen kleinen Ausschnitt des ganzen Bildes verwendet, eigentlich eine totale Verschwendung oder Herabwürdigung der Möglichkeiten des Bildes, aber trotzdem funktioniert sehr gut und hat diesen ganz eigenen Charakter,
wo man wie durch ein kleines Guckloch in diese Szene hineinschaut. Und es funktioniert meiner Meinung nach super. Natürlich die Großformate, auch die Integralfilme. Also es ist wirklich eine Reise durch sein Schaffen und seine Annäherung mit Polaroid, die jetzt plötzlich im Nachhinein gesehen wieder eine andere Bedeutung hat. Wenn man ein Bild macht, ist es vielleicht 50% von dir und 50% vom Medium. Und wenn man ein Polaroid macht, dann ist es wie ein echtes Kind kriegen. Du gibst dein DNA da rein, wenn du auf den Knopf drückst. Und was innerhalb von der Kamera passiert, weißt du nicht. Es kommt ein Baby raus und es ist nur 50% von dir. Ständiges Verbessern, ständiges Wachstum. Die Lichtempfindlichkeit ist von 100 auf 200 ASA gestiegen, auf 400, auf 3000, sogar auf 10.000. Eingesetzt wurden diese Filme in einer Vielzahl von Kameras, ungefähr 25 über die Jahre. Die erste Polaroid-Landkamera, die alte 905, weiterentwickelt zu einer Reihe von Kameras mit gekoppeltem Mischbildentfernungsmesser, wie diese 800er. Dann kamen die Modelle mit integriertem Lichtmesssensor und zuletzt die Color-Pack-Kameras. Was für eine Produktgeschichte. Einer der Hauptgründe für Polaroids sagenhaftes Wachstum. Ich glaube, bei anderen Kameras, da ist man froh, wenn ein neues Modell rauskommt und man kann viel geileres kaufen mit mehr Schnickschnack. Und bei Polaroid-Fotografen hängt man immer noch an dem gleichen Gerät und man benutzt es, bis es auseinanderfällt. Es ist eher wie ein Haustier oder wie ein altes Kuscheltier. Es gibt keinen Ersatz für diese Kamera und man weiß es. Es gibt hunderte Polaroid-Kameramodelle. Die heißen dann Polaroid 402X, 403X, 404. Eine lustige aus den 60er Jahren heißt Swinger, für Bilder von Orgien, wofür sie vermutlich auch wirklich benutzt wurde. Ich bevorzuge Sofortbildfilm für meine Arbeit, denn er bedingt eine Reihe von Zugeständnissen, die meiner Meinung nach das Ergebnis aufwerten. Erstens habe ich mit Polaroid einen eingebauten Rahmen. Ein weißer Rahmen umrandet das Bild. Ich sehe darin ein wichtiges, kontextbezogenes Stück Information. Er kann die Bildgröße vorgeben und macht es als Foto erkennbar. Außerdem mag ich das quadratische Format. Und jedes einzelne Bild ist ein Unikat. Es gibt kein Negativ, von dem ich Abzüge machen könnte. Und ich kann es auch nicht nachträglich korrigieren. Ein großer Teil meiner Arbeit beruht auf einer sehr strengen Komposition. Horizontale Linien müssen horizontal sein, vertikale vertikal. Die Kamera so einzusetzen, gibt dem Prozess eine zusätzliche komplexe Ebene. Und für mich ist der Prozess genauso wichtig wie das Endergebnis. Die neue Polaroid-Landkamera ist eine erstaunliche Sache. Sie liefert in 60 Sekunden ein fertiges Farbbild und in 10 Sekunden ein Schwarz-Weiß-Bild. Alles, was Sie zu tun haben, ist zielen, auslösen und die Bildeinheit aus der Kamera ziehen. Und dann warten. Ein fertiges Farbbild, 60 Sekunden nachdem Sie es aufgenommen haben. Was die heute so alles machen. Wenn eine Polaroid-Kamera im Raum ist, dann fangen die Leute schon an zu spielen. Ich weiß nicht warum, aber es ist ein Medium,
Es bringt die Leute dazu, lustige Brillen anzuziehen, Perücken, Kostüme. Man wird lockerer. Ich glaube, wenn man da reingeht mit dem neuesten Nikon, passiert es einem bestimmt nicht. Ich suche nach ein wenig Ruhe, Ordnung und Einfachheit in dem ganzen visuellen Lärm um uns herum. Ich denke nicht, dass ich Fotos mache. Es sind Fotos, weil sie aus der Kamera kommen, aber sie sind anders. Sie sind nicht gegenständlich. Und ich stelle sie mir als kleine Sofortgemälde vor. Es ist kein Medium für Leute, die alles verstehen wollen und alles unter Kontrolle haben wollen. Man muss schon Chaos und Verwirrung lieben. Und wenn man so ein Bild versteckt, dann verwirrt es die Leute, glaube ich. Deswegen verstecke ich sie gern. Es war ein Medium, das von tausenden Künstlern mit großer Hingabe und Begeisterung angenommen wurde. Tausende Künstler, von denen wir wissen, und noch viel mehr Amateure und Profis, von denen wir nicht wissen, weil sie einfach für sich selbst produziert haben. Machen wir uns klar, Polaroid ist ein Unikat. Der Fotograf Michael Messenger, der vor ein paar Tagen dieses Bild hier für mich gemacht hat und der auch hier ausgestellt ist, hat es nicht mehr. Ich habe es. Es ist anders als in der traditionellen Fotografie, wo man jemandem ein Bild geben kann, noch einen Abzug für sich und noch einen fürs Museum herstellen kann. Es ist wie eine Blume, die genau ein einziges Mal blüht. Vor Polaroid war Farbfotografie das Königreich der Profis. Es war einfach zu teuer. Die meisten Fotografen arbeiteten mit Schwarz-Weiß, das kriegten sie in der Dunkelkammer hin. Aber für Farbe mussten sie damit zu einem Labor gehen. Einen Farbabzug zu machen war sehr teuer, hunderte von Dollar. Man musste mehrere Tests machen. Das kam dann auf 1000 Dollar, bis man einen Abzug in der Hand hielt. Plötzlich bekamen sie eine Maschine und innerhalb einer Minute halten sie das Ergebnis in der Hand. Sie hielten praktisch das Labor in der Hand. Das war ein mächtiger Ansporn. Polaroid hat die Fotografie sofort erlebbar gemacht. Das war eine grundlegende Veränderung, denn jede Betrachtung eines Fotos erlaubte den Abgleich zwischen dem Ergebnis und der ursprünglichen Absicht des Fotografen. Vor Polaroid machte man das Bild. Andere waren dafür zuständig, es zu entwickeln, zu vervielfältigen und ein fertiges Produkt zu liefern, das nicht mehr wirklich das eigene war. Jetzt war nichts mehr dazwischen geschaltet. Das erzeugte die außerordentliche Befriedigung, selbst der Schöpfer zu sein, im wahrsten Sinn. Und daher kommt meiner Ansicht nach der große Erfolg von Polaroid, von der Demokratisierung der Schöpfungsmacht. Während alle noch fröhlich zusammensitzen, erhält jeder ein Foto. Und jeder nimmt eine kleine Erinnerung mit nach Hause. Offiziell hieß es Schlussveranstaltung. Wir hatten nur noch ein paar Tage für Polaroid zu arbeiten.
Aber an diesem Tag traf ich zum ersten Mal meinen derzeitigen Geschäftspartner, Florian Kaps. Es war irgendwie so ein sehr skurriles Event, eine sehr dichte, nicht genau einordnbare Stimmung, so wie es auch bei einem Begräbnis auch oft ist. So ist das ein positives Abschiednehmen und ein Gedenken an die schöne Zeit oder doch eher ein trauriges Erlebnis? Wir diskutierten, ob wir diese Fabrik wieder zum Laufen bringen könnten. Es ist einfach darum gegangen, schafft man es, Polaroid einfach an den Verhandlungstisch zu kriegen und die dazu zu bringen, sich das Ganze nochmal anzutun, weil für die war das eine gegessene Sache. Ein klar definierter Exitplan mit genauen Kosten und jede Abweichung von der Norm war halt für die unangenehm. Das war ein verrückter Tag. Auf bestimmte Art setzen wir die Polaroid-Geschichte fort, aber nicht in Bezug auf den Polaroid-Film und seine Eigenschaften. Er passt zwar in dieselben Kameras, aber ich würde sagen, wir schreiben ein komplett neues Kapitel der Geschichte. Polaroid hatte nicht den Schwarz-Weiß-Film, wie wir ihn herstellen. Dasselbe gilt für den Farbfilm. Er wird anders sein als der von Polaroid. Und hoffentlich kommt er gut an. Es ist eigentlich ein Neustart, weil das Negativ, was wir haben, das ist nicht dasselbe Negativ, was Polaroid hatte. Es ist von der Chemie her ist es schon sehr verschieden. Also die Lichtempfindlichkeit, die wird von Silberbromid-Kristallen verursacht, das ist schon gleich. Aber die Farbstoffe, die drin sind, also im Farbfilm, die sind verschieden. Und die Technik, die dahinter steckt, die ist auch verschieden. Polaroid fügt etwas dazu, einen Fleck oder Farbabweichungen, die ich nicht erwartet habe. Genau deshalb kaufe ich abgelaufenen Film, um eben nicht zu kriegen, was ich vorhersehen kann. In der Chemie ist es nicht so, dass man an bestimmten Knöpfen drehen kann und dann sagen kann, ja, also jetzt möchte ich den Film, möchte ich 3 Punkte rot haben. Ich kann eine Substanz finden, um dann zum Beispiel den Film roter zu bekommen. Aber dann ändern sich auch meist etwas anders. Wir müssen einige Entscheidungen treffen bezüglich Chemie und anderer Dinge. Unsere Einschätzung, was die Kunden mögen werden, bestimmt, welchen Weg wir einschlagen. Wenn wir neue Wege sehen, um ein neues Produkt zu machen, sagen wir mal, dass wir imstande wären, um so eine goldene Farbe im Film zu bilden, dann werden wir das machen. Einfach, weil wir denken, ja, das ist ja schön, das ist was Neues. Das hat es noch nicht gegeben. Ich bin sehr zufrieden damit, wo wir jetzt stehen. Ein bisschen Lärm ist zurückgekehrt. Ich will noch mehr Lärm, mehr Leute. Die ältere Technik ist leichter zu warten. Keine modernen Computer drin. Alle Teile sind leicht austauschbar und reparierbar. Sie wurden für die Ewigkeit gebaut. Es gibt keinen Grund, warum diese Maschinen nicht noch 50 Jahre halten sollten. Shouldn't be here 50 years from now.
Drei Komponenten hat unser Film. Das Negativ, das mit einer Lichtschutzfolie umwickelt ist. Jetzt kriegt es gerade ein bisschen Licht ab. Über eine Schiene wird es hier runtergeführt, wo es mit dem Positiv zusammentrifft und dann durch eine Anordnung von Rollen nach hinten gelenkt wird. Ich ziehe also das Negativ runter, dann schieße ich das Bild und presse einen dieser Chemikalienbehälter rein. Das fließt dann zwischen das Positiv und das Negativ hier unten. Dann starte ich den Motor. Es ist eine Mischung aus Motorantrieb und Handbetrieb. Das Ganze ist ja so entstanden, dass Edwin Land mitten in der Nacht seine Techniker gerufen hat und hat gesagt, wir müssen eine ganz riesige Kamera machen, um von den ganzen Ölbildern Originale anzufertigen. Und dann haben die Techniker gesagt, wie groß soll die Kamera sein? Und er sagt, naja, so groß. Und dann haben sie gesagt, okay, so bleiben, haben es abgemessen. Die Armspannen haben dann in derselben Nacht noch begonnen, halt diese ersten Prototypen zu entwickeln. Bei der Arbeit werden wir eins. Klingt kitschig, aber so muss es sein. Ich muss wissen, was die Kamera tut, intuitiv darauf reagieren können, was als nächstes passiert. Und dann gibt es die Überraschung. Hier reinschauen, auf drei, eins, zwei, drei. Jetzt kommt's raus, mein Gott. Es ist schwer zu beschreiben, die Leute sprechen bei Polaroid von Magie. Diese Kamera hat ein gigantisches Negativ mit unendlich viel Bildinformation. Aber es ist keine harte Information, wie man es oft im Digitalbereich hat, denn es findet eine Farbstoffdiffusionsübertragung zwischen Positiv und Negativ statt. In dem Raum zwischen Negativ und Positiv bewegen sich die Farbstoffe. Daher kommt diese Weichheit, die wie Malerei wirkt. Und das begeistert mich so, dass man hier alles in einem haben kann, obwohl das eigentlich unmöglich scheint, aber so ist es. Lovely. Ja, und hier bei diesem Bild, was ich als Unikat sehe, weil es unten keinen schwarzen Balken hat, mir war wichtig, dass diese Arbeiten immer oben und unten mit einem schwarzen Rand begrenzt sind, damit ich einen Farbraum habe, ist diesmal ein weißer Balken. Keine Ahnung warum. Und so ist das bei Polaroid, dass immer irgendwas passiert, mit dem man nicht rechnet. Hier habe ich eine schwarze Fläche fotografiert. Schwarz interessiert mich bei Polaroid besonders, vor allem wenn es mit Tageslicht zusammenhängt, dann wird schwarz untertags bläulich, so petrolblau, durch den Blauanteil des Lichtes. Für mich ist das Polaroid-Material, glaube ich, das mir am nächsten und macht mich am glücklichsten, weil es einfach so eine wunderschöne Oberfläche hat. Und diese Oberfläche ist ja kornlos und kommt meiner Malerei sehr nahe. Also für mich ist mit Polaroid arbeiten Lichtmalerei. Und das ist für mich unerhört faszinierend.
diese sanfte Farbe und diese sanfte Veränderung innerhalb dieses Bildes. Und ich würde nie ein Passepartout über eine Polaroid-Arbeit geben. Da würde mir sehr viel wegnehmen, weil so im Rahmen schaut das aus, als ob das, ja, hat was Objekthaftes auch. Wir fühlen uns sehr geehrt, Ihnen etwas zu präsentieren, das die Geschichte der Fotografie verändern wird. Es gibt eine sehr gute Aussage von einem sehr wichtigen Mann, Dr. Edwin Land, dem Erfinder der Sofortbildfotografie. Er sagte: Betreibe kein Projekt, solange es nicht offenkundig wichtig und beinahe unmöglich ist. Die Leute unterschätzen, wie unmöglich das ist, was sich das Impossible-Team vorgenommen hat. Am besten lässt es sich so beschreiben. Es ist, als ob man von ihnen verlangt, einen Kuchen zu backen. Aber sie dürfen dazu weder Eier noch Zucker und auch kein Mehl verwenden. Und nur die Werkzeuge, die vorhanden sind. Sämtliche Zutaten müssen neu gefunden werden. Das war die Aufgabe. Ich hoffte das Beste, aber hatte nicht so recht an einen Erfolg geglaubt. Sämtliches Material, das für einen Filmpack nötig ist, war nicht mehr verfügbar. Polaroid hatte Farbfilm mit ganz bestimmten Farbstoffen hergestellt. Diese Stoffe müssen reifen, wie ein guter Wein, fast 2 Jahre lang. Aber es war kein Wein mehr da. Wenn man also einen Weinladen wieder eröffnen will, aber keinen Wein hat, sieht es schlecht aus. Also mussten wir neue Rezepte, praktisch ein komplett neues fototechnisches System entwickeln, aus Abfall. Viele Leute haben die Digitaltechnik satt. Sie wird nicht verschwinden, aber gerade eben habe ich zu einem Freund hier gesagt, vergiss nicht, dass wir vor 30 Jahren alle Digitaluhren hatten. Und wo sieht man die heute noch? Im Museum. Die klassische Uhr ist dagegen immer noch gefragt. Analogtechnik, so wie Polaroid oder jetzt Impossible sie anwenden, wird weiter bestehen. Ein zweites Leben haben. Oh, das sind schöne Farben. Aber guck, ich bin ganz draußen diesmal. Und Polaroid ist auch ganz zufällig. Es kann so gut oder so schlecht. Aber ja, Zufall ist ein Teil des Lebens. Und wenn man kein Zufall in Kunst, wenn man Kunst sagt, das klingt ein bisschen. Das ist ganz blau, das ja. Ist gut. Aber man muss Zufall da rein machen. Wenn nicht, dann ist es nicht echt. Okay. Die Emulsion ist geklebt zu diesem weißen Festpapier. Und das kann man los schaffen, wenn man es in ganz heißes Wasser reinläuft und danach in kaltes Wasser. Das ist echt. Es sind nicht Daten, es sind nicht eine Idee. Es ist einfach eine Sache, die man manipulieren kann, sagt man. Dass man, das ist, ja, das ist körperlich, das ist physisch. Und in das Leben gibt es so viele Sachen, die gar nicht physisch sind. Genug so viele Sachen, die nicht physisch sind.
Künstler sollten das Medium unterwandern, es sabotieren, anzünden, erhitzen, radikal damit umgehen. Alles machen, worauf sie Lust haben. Das meiste davon wird nicht funktionieren. Einiges schon. Solarisation war immer eine faszinierende Verfremdungstechnik, eine Kunst. Jetzt macht man das per Filter im Photoshop, dauert eine Sekunde. Niemand macht mehr Polarisationen. Es ist einfach zu blöd. Da sind wir jetzt in der Project-Section, dem Teil unserer Webseite, wo wir regelmäßig Wettbewerbe ausschreiben, wo die Leute zu einem von uns vorgegebenen Thema ihre Bilder submitten. Ich gebe vor, die Leute sollen ihr Lieblingsalbumcover fotografieren oder nachstellen. Ich habe das immer gern, wenn das dynamisch ist, dass die Leute irgendwas inszenieren und den Leuten gefällt das auch. Und diesmal haben wir das erste Mal ein Thema, das basiert eher auf dem Material, mit dem fotografiert wird. Und das Material ist eben unser neuer Film, der PX Silvershade Film. Und das heißt, wir haben jetzt eine 680 Bilder, mittlerweile starke Collection an Bildern, die eben sehr schön zeigen, was der Film kann, was man damit machen kann. Wenn man sich eben das durchschaut, da die Bilder, sieht man recht gut die verschiedenen Stärken, Schwächen und Eigenschaften des Films, zum Beispiel ja, dieses eine Bild überbelichtet, das heißt, es ist bei zu geringerer Temperatur geschossen. Da sieht man die Bilder, wo verschiedene Farbeffekte auftreten, obwohl es ein Monochromfilm ist. Man sieht die Bilder mit dem berühmten Schwammerl, das ist der Teil oben in der Mitte, der nicht entwickelt ist. Das heißt, man sieht da recht schön das Potenzial des Films und das macht den Leuten auch Spaß. Also die Projekte sind immer so ausgeschrieben, dass sich die Leute dazu angeregt fühlen, was zu probieren, was herzuzeigen und das funktioniert auch immer recht gut. Was ich für ein Problem bei anderen Medien hatte, war, dass man sich unglaublich viel Arbeit hinterher machen muss. Und für mich ist der kreative Höhepunkt ist der Moment, wo ich auf dem Auslöser drücke. Und bis zu dem Punkt habe ich sehr viel Energie. Ich kann Unmengen Arbeit reinstecken. Danach ist es vorbei, dann will ich schon das nächste in Angriff nehmen. Ja, eins, zwei, drei. Polaroid füllt ein ganzes Kapitel Fotogeschichte, ein halbes Jahrhundert. Alles beginnt 1948. Das ist ein halbes Jahrhundert Fotogeschichte. Polaroid hat also ein Drittel der gesamten Geschichte der Fotografie geprägt. Die Rückkante des Sucherdeckels halten, die Kamera nach oben aufziehen, den Knopf drücken und der Deckel öffnet sich. Polaroid hatte die Weitsicht zu sammeln. Manches haben sie gekauft, anderes im Austausch bekommen.
Am Ende hatte die Sammlung 16.000 Exponate. Im Gegenzug für die Nutzung von Kamera, Film und Abzügen haben wir ihnen unsere besten Arbeiten überlassen, unser künstlerisches Vermächtnis. Schließlich sollte diese überragende Sammlung als Ganzes an ein Museum gehen. Pleiten sind eine Realität, nicht nur in Amerikas Geschäftswelt. Bedauerlicherweise ist Polaroid in diese Situation geraten und muss auf Anordnung eines Bundesgerichts sein gesamtes Vermögen veräußern. Das ist ein Schatz, der hoffentlich so vollständig wie möglich erhalten bleibt. Die 10-Bilder-Kassette ganz hineinschieben, zuklappen und die Kamera wirft das Deckblatt automatisch aus. Ich würde gerne zwischen 5 und 10 Millionen Packungen Film herstellen. Damit machen wir einen netten Gewinn, haben ein überschaubares Team und alles lässt sich gut steuern. Gemütlich, sozusagen. Man hätte noch Spaß. 60 Millionen Filme im Jahr würden natürlich mehr Geld bringen, aber auch weniger Spaß. Und Spaß ist wichtiger als Geld. Es gibt Fotografen, gerade diese traditionellen Fotografen, die das als Proof nehmen, die erwarten sich eine ganz bestimmte Qualitätsrückmeldung des Films. Das heißt, diese ersten Materialien, die unterschiedlich sind bei jeder Temperaturabweichung von 2 Grad, wird sie nicht begeistern. Man braucht schon diese Gelassenheit, sich auch mal fallen zu lassen und sich leiten zu lassen und offen zu sein für das, was passiert. Das ist jetzt ein Film, bei dem man lernen muss, vorherzusagen, was passiert. Man braucht das richtige Licht. Der Film ist es, der uns steuert, nicht wir ihn. Es war eher schwierig, denn ich hatte bestimmte Ideen im Kopf von einem Projekt, das ich realisieren wollte. Aber der Film gab mir nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Das Essentielle ist für mich schon, dass es echt eine Gefahr gibt, dass diese ganze analoge Fotografie, eben dieser chemische Prozess verloren geht, weil sich eben niemand mehr dafür einsetzt. Deswegen, okay, es geht überhaupt nicht um diese Frage, können wir leben ohne diese Ästhetik oder wie immer. Es geht einfach wie bei einer aussterbenden Tierart darum, man darf eigentlich nicht zulassen, dass es verschwindet. Wenn Polaroid nicht tot ist, wenn es zurückkommen könnte, selbst in ganz junger Form, dann hielt ich es für interessant, mit diesem Namen zu spielen und mit der Idee zu spielen, Pola zu einer Person zu machen.
Ich glaube nicht, dass das eine das andere ersetzen kann. Beide können nebeneinander existieren. Genauso wie man für bestimmte Zwecke seine Digitalkamera verwendet, wird man in anderen Situationen seine SX70 einsetzen. Man kann nicht sagen, die eine oder andere Technik. Beide können sehr gut gleichberechtigt existieren. Diese analoge Fotografie ist ja wieder was, was die Leute in Staunen versetzt, weil es eben so das Rad der Zeit wieder zurückdreht und weil es plötzlich in der digitalen Welt wieder so angenehm geworden ist, eine chemische Reaktion in einem Filmframe zu sehen. You don't worry about special settings. You get a perfect exposure automatically. Das ist eine Magie, die man noch verstehen kann, ne? Bei digital verstehen ja die Menschen das nicht, warum das so funktioniert. Oder die meisten, würde ich sagen. Polaroid verändert die Realität. Es ist nicht eine genaue Wiedergabe. Und dann kommt was Wunderschönes raus, was einfach viel bezaubernder ist als die Realität. Das Schöne ist, wenn man viele Polaroids macht, dass man die Welt auch so anschaut irgendwann. Man sieht, was für ein schönes Polaroid es werden könnte. Und es ändert den Blick, ohne dass man die Bilder macht. Extreme Schritte.